so dass seine Puperze da vorne und leidet unter starken Blähungen leider, wie ihr seht. So hier auch. Ja, genau. Da, wo ich ihn nicht brauche, baue ich ihn hin. So schnell. Da, bei denen hier, die greifen nämlich zuallererst einfach nur dieses Schild von dem an, während die hier eine hier so direkt BÄM durchbläst. Mein erster Pilz ist erwachsen. So, und schon ist der Kopf ab. Das mag ich so an meinen. Dann mache ich gleich so eine doppelte Reihe von denen hier. Unsere ersten großen Sonnen gibt es auch schon. Weg damit euch. Kommt, alle weg. So. Mal sehen, in welchem Part wir uns befinden. Aber es ist ja auch nicht gerade interessant. So, man sieht schon, ich über... Oh Gott, damit ich übertreibe ein bisschen mit Synchronität, finden vielleicht manche, aber ich weiß nicht, das muss einfach in diesem Spiel sein. Es gibt kein Spiel, wo, wo ich irgendwie mehr so ein Synchronitätshai bin. So, da. Jetzt schon? Hier, schnell, beeilt euch. Mehr Geld. Ich will es jetzt schon komplett haben. Das Gute ist, hier schaden auf die gesamte Reihe an, diese anstrahlen da. Nicht einfach hier so ein Schakalaka, sondern wirklich so Husten, Husten und Blasen. Und Geld, Geld. Nee, den war es hier oben. Den entfernen. Das entfernt der da unten. Juhu, Grabfresser. Komm schon, werd erwachsen. Schnell, bitte. Wird er jetzt eigentlich noch erwachsen? Entfernen. Na gut, tun wir so, als wäre der erwachsen. Juhu, Grabfresser. Die wollte ich haben. Die fressen uns die ganzen Gräber weg. Und dann gibt es meistens auch noch schöne Münzen. Juhu, möchte ich nicht, klar. Wenn ich 5000 gespart habe, gibt es den nächsten. Ich schulde das jetzt... Ah, Stabhochspringer. Jetzt haben, können wir mehr Pflanzen auf einmal mitnehmen. So, aber mehr als die brauchen wir eigentlich nicht. Die anderen nehmen wir jetzt eigentlich nur zum Spaß mit, weil ich die eh nicht pflanzen werde eigentlich. Weil die hier drei, das sind echt eigentlich meine Favoriten, sagen wir mal so. Ach du Scheiße. Des Lebens müde, würde ich auch sagen. Doppeldeutige Wortspiele, sehr schön. Komm schon runter. Ich brauche Geld. Eine Währung in Sonnen. Ist bestimmt auch so ein dunklen Schattenplanet, wo es irgendwie kein Licht gibt. So, da, schieß ihn kaputt. Kurz so eine neue Mischung aus kaputt und ja. Brains. War das ein Rülpser oder wie? Bei mir wird nicht gerülpst. Brains. Ja, das hört sich gut an, ne? Dafür kriegst du doch als erster beschossen. Brains. Danke. Noch eine Zugabe, bitte? Kommt schon noch eine. Schade. Er war so ein guter Akteur. Ja, danke. Du bist unser neuer Star. Ja, so. Das machen die auch im Musikgeschäft so. Sobald irgendein Star nicht mehr unter den Leuten gut ist, also sobald sie den nicht mehr wollen, man setzt sie dann einfach nur einen anderen Hut an und auf und sagen, es wäre ein anderer. Einfach ein Hut, anderer Hut auf und schon ist es ein besserer, schöner Musikkomponist. So hier, und wer jetzt wegblasen? Komm schon, Money. Mann, der hat ganz schön viele Reihen, bläht der hier. Nein, und da unten habe ich keine Armee. So hier, stink dich durch. Dann wäre das auch schon erledigt. Jetzt müssen wir nur noch die ganzen Gräber entfernen. Dann kann ich meinen Synchronitätssinn weiter ausbauen. So, nochmal. Danke. Sobald wir hier eine Reihe Stinkies haben, werden wir so teilweise hier welche hinzufügen. An unseren Blasenmaschinen. Und teilweise Gräber wegfressen lassen. Wie hier. Mampf, Mampf. Steinig. Ah, lecker. Schön. Geben uns auch immer schön viel Geld, wenn sie irgendwas kaputt fressen dürfen.
Das ist so ihre Danksagung. Irgendwie wie die Fress... Also, wenn ich so eine Pflanze in diesem Spiel, glaube ich, wäre am liebsten entweder so eine Grabfresserpflanze oder so ein, wie soll ich sagen, Fleischfressende. Weil also, du bist nur im Spiel eigentlich, um zu fressen. Gibt es was Besseres? Obwohl, nee, ich will, dass ich klinge wie Homer. Zumindest für den, der die Simpsons kennt. So. Jetzt der Walle. Hier kommt jetzt. Ich könnte keine Hitler-Stimme. Na, ist vielleicht auch besser so. So, und weg die Wurst. So, einfach nur zum Fressen da. Ein Lava-Leben. Das wünscht sich doch jeder. Geboren um zu fressen. Wer kennt unheilig? Nochmal ein Knabberbursche. Hier da oben. Mann, ist das hier ein Geblase. Kommt. Ich muss heute noch ein paar Gräber entfernen. Da. So, jetzt kann ich da tun. Und eingepflanzt. Juhu, goldene Münze. Wie viel gibt die eigentlich? 50? So, nachwachsen. Und weggammelt. Mampf. Ich glaube, dieser Fortschritt, wie schnell der vorangeht, hängt ein bisschen auch, glaube ich, davon ab, wie viele Zombies man so tötet. Ach nein, fress die nicht. Ich kann nicht hingucken. Sie hat es geschafft. Die können nämlich auch leider, während sie die Gräber aufmampfen, gefuttert werden. Nur ich weiß nicht, ob das hier geht. Da guckst du was, ne? Hier alles aufsammeln. Jetzt kann ich mir den Sekuritätssinn auslassen. Alles ist perfekt. Diese Fresssäcke hier, ja. Die kommen mir, um meine wertvollen aufgebauten Hustenpilz rein, um mir wieder wegzumachen. Aber das werden sie noch bitter bereuen. So, hier unten auch. Mehr! Ich muss mehr haben. A little bit more for me. Mehr Geld, danke. Wird er es schaffen, seine Reihe zu kompletten? Die sehen Sie in der nächsten Folge. Nein. Jetzt wird Non-Cut hier gezombie-killed. Gezombied. So. Geld! Direkt nachpflanzen hier in meiner Zoologärtnerei, ne? Nein, Geld. So. So. Olli! Was ist denn das? Ein Vorstadtlexikon. Das der Krokodile oder meins? Ja. Listet alle Pflanzen und Zombies auf die du triffst. Oi, das finde ich aber schön. Juhu. Lexikon öffnen. Pflanzen. Wie? So, Erbsenkanonen bilden die erste Verteidigungslinie. Sie schießen mit Erbsen auf angreifende Feinde. Schaden normal. Wie kann eine Pflanze nur so schnell so viele Erbsen bilden und verschießen? Zitat der Erbsenkanone. Harte Arbeit in, was weiß ich, kann ich nicht sagen. Und ein ausgewogenes Frühstück aus Sonnenlicht und Kohlendioxid machen das möglich. Oh, kosten 100 und aufladen schnell. So, jetzt werden wir jede einzelne Pflanze hier vornehmen. Natürlich nicht. So, hier, schnell. Bum, dum, dum, dum. Mal sehen, was die Walnuss hat. Oh Mann, was die sich da alles ausdenken mussten. Ah. Naja, interessiert ihr keinen. Was willst du denn? Hast du schon mal... hau den Zombie. In die Fresse, ihr Schweine. Bumm. So, weg da. Da auch. Hier, da. Bäm. Ab und zu droppen die auch was. Je nachdem, je nachdem, wie gute Reflexe man hat, droppen die auch ab und zu ein paar Sonnenblumen oder Geld. Weg da.
Kommt! Zombies! Solltet ihr nicht was droppen? Hallo! Hier kommen nachher nämlich immer mehr Gräber dazu, leider. Oder kommen immer mehr raus auch. So, kommt weg da! Wer wagt es? Ihr kriegt alle eine... Ah, da kommt schon. Die kriegen ja alle eins auf die Fresse. Ich könnte die Gräber eigentlich auch entfernen, um den Schwierigkeitsgrad zu steigern, aber wir kriegen dadurch viel mehr Geld. Dadurch, dass wir die Gräber auffressen, und da, also dadurch, dass wir die Zombies töten, kriegen wir schön viel Münzen und dann können wir uns noch einen Slot hier oben kaufen. So, da Geld. So. Ich kann ja gar nicht so schnell arbeiten, wie hier kommt. Komm schnell. Da stand doch aufladen, schnell, du Volldepp. So, weg. Hier sieht man mal meine schnellen Gamer-Reflexe. Hui. Hui, hui. Bum, bum. Das ist ein Spiel für mich. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sehen alle aus wie ein gewisses Kind aus meiner Klasse, das jeden nervt. Die haben echt das genau dasselbe Aussehen. Nur die Springerstiefel fehlen. So, hier weg. Bumm. Au. Mag das ja nicht, hier drin rumzuknuspern. Ey, wie viele kommen da? Wird es unten nicht ein bisschen eng? So, hier. Zombies im Überfluss. Geld, Geld. Oh, da kommt ja überhaupt nicht hinterher. Ich glaube, die merken das und werden deswegen extra schnell. Kommt. Kein Bock auf letzte Welle, schnell. Ja. Breins. Ach so, die Rasenmäher geben mir immer noch extra Potte. Ja, Ole. Hypnopilz, lässt ein Zombie für dich kämpfen. Genau, sobald die anfangen da so knusper zu... Ach du Scheiße. Footballer, der ist sehr fies. Sehr, sehr fies. Hoffentlich hat er irgendeine Schwäche, dieser Freak. Aber ich habe da eben gerade gesehen, Schwächen. Hat der hier auch eine Schwäche? Ausdauer, Ausdauer. Ach so, war so nah dran, sind so Doku-Rätsel zu lösen. Kein Wunder, dass er ausflippt. Aha, wo ist dein Stifti? Schon runtergeschluckt, ne? Oder guckt er da raus? So, mal sehen, was wir jetzt zum dazu nehmen. Mal sehen, ne? Die ganze Pilzfregatte hier einmal durchklicken. So, hier so. Was wäre jetzt noch? Eine Minimiste. Und? Nee, Gefrierer. Ich sag dir... Oh. Ich bin noch im Klickwahn. Wir sollten uns auf jeden Fall die Hypnopilze für die Football aufsparen, weil dann fressen die für uns die ganzen Zombies weg. Oh, ach ja, Sonnenpilze. Das ist sehr praktisch. Aber leider hypnotisieren die nur einen einzigen Zombie. Und auch nur, und dann ein einziges Mal, da sind sie weg. Schade eigentlich. Ja, fresse ihr. Es interessiert kein Schwein, was er hier sagt. Man, die schönen Grabsteine, alle so unterschiedlich, auch in der Breite und so. So, hier weg noch. Und auf, eigentlich dürfte das Spiel ja nicht jugendfrei sein, so viele Köpfe wie hier rumrollen. Aber ein Glück, dass dieses Spiel keinen Jugendschutzmann sieht, falls sie solche Spiele hier überhaupt durchprüfen. So, Abmarsch und Schuss. Hört sich irgendwie so ein... Wir könnten so ein PVZ-Disco-Rap machen. Naja, aber klingt leider immer gleich. Wenn nicht so ein großer Erfolg. Ein bisschen weniger Tempo, du Freak. Ist einmal aufgefallen, wie dünne Gelenke die haben. Und im Gegensatz zu ihren dicken Armen. Ja, ätzt mich auch, wenn ich einer von euch wäre. Ihr bösen Männer.